Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Podcast. In diesem Podcast geht es nicht nur um CSGO, aber CSGO hat auf jeden Fall einen großen Teil darin. Und zwar geht es um die aktuellen Updates oder die Update-Welle. Vor kurzem ist Valorant erschienen und CSGO ist seitdem und auch kurz davor schon ordentlich am Update heraushasseln. Alleine diesen Monat, und wir sind ja erst bei der Hälfte, kamen 3 Updates und ich würde sogar fast das vom 31.03. und 27.03. dazu zählen, weil es eben so nah beieinander liegt. Das sind schon ziemlich viele Updates, die in recht kurzer Zeit kommen, und wenn man da mal so reinschaut, was alles darin geschehen ist, dann wundert man sich doch oder kommt zumindest in die Grübelei und fragt sich, warum wird das denn jetzt genauso gemacht, wie es gemacht wird? Sind die Sachen schon länger geplant, beziehungsweise nimmt man sich da auch einfach nur andere Dinge zum Vorbild oder versucht man vielleicht auch einfach irgendwie im Gespräch zu bleiben? Diese Kontroverse oder Debatte mit CSGO und Valorant habt ihr ja sicherlich alle schon mitbekommen. Aus meiner Sicht ist die ganze Sache für CSGO ähnlich rentabel wie auch für Valorant, denn alleine durch dieses Gespräch sind natürlich auch wieder viele Augen oder mehr Augen auf CSGO gerichtet, als es davor der Fall war. Leute, die von CSGO gar nicht so großartig was wissen, kennen auf einmal diese Vergleiche, die gezogen werden mit Valorant und CSGO, kennen möglicherweise auch Valorant, weil es halt ganz frisch ist und sie Streams gesehen haben und schauen deswegen auch in CSGO rein, um zu gucken, ob die Sachen überhaupt wahr sind, was die Ähnlichkeit und so weiter angeht und obwohl das eine Spiel dem anderen Spiel den Rang abläuft. Allein dieser Fakt und auch das ganze Gelaber darüber, dass CSGO jetzt hier ausstirbt, hält es natürlich weiterhin am Leben und zieht eben auch Aufmerksamkeit auf sich. Nichtsdestotrotz hauen die Jungs ordentlich Updates raus und unter anderem eben auch ein paar merkwürdige Updates, wie zum Beispiel die Sache mit der Deagle. Also man konnte ja für eine kurze Zeit mit der Deagle haarige Jumpshots verteilen. Dieses Update wurde jetzt dann aber wieder zurückgezogen bzw. genervt, wenn man das so nennen möchte. An der Stelle kamen dann einige ins Grübeln und haben sich gesagt, hey, wollten sie vielleicht einfach nur Aufmerksamkeit dadurch erhaschen oder steckt da was anderes dahinter? Des Weiteren ist auch der Punkt mit den Fadenkreuzen so eine Sache, die jetzt gerade viele ins Stutzen versetzt hat, denn in CSGO kann man jetzt auch als Spectator das Fadenkreuz des Spectateten sehen. Das ist unter anderem bei Valorant möglich, auch schon ein Weilchen davor möglich gewesen. Das Ganze haben wir auch schon kurz im Stream angesprochen. Einige fragen sich eben, ob die Sache jetzt praktisch mit Absicht abgekupfert wurde, um mitzuhalten, um Schritt zu halten, oder ob die ganze Sache möglicherweise im Vorfeld geplant war, oder wiederum, ob es einfach nur so ist, dass man sich denkt, so, das ist ein Improvement, das können andere, das können wir auch, ist ja nicht tragisch, wenn wir das übernehmen. Und dieser letzte Punkt erscheint zumindest für mich am wahrscheinlichsten. Man sieht etwas, das nicht schlecht ist und das könnte man sich aneignen. Im Gaming-Bereich ist es ja eh so, dass jeder von jedem alles Mögliche abkupfert. Also wer da noch irgendwie Wert legt auf eigene Dinge, ist verloren. Wenn man genau hinschaut, gibt es ja bei allen Spielen bzw. bei allen Spielgenres extrem große Parallelen. Das ist ja logisch. Man bewegt sich ja im gleichen Genre. Viele glauben, dass CSGO mit allerletzter Kraft versucht, noch irgendwas gut machen zu können durch solche Updates. Ich denke, wie gesagt, dass dem nicht so ist, sondern es sind natürlich auch viele Updates, die so oder so gekommen werden wie für die Maps. Ne? Es wurden neue Maps hinzugefügt, die müssen natürlich auch noch weiter improved werden, bis sie richtig funktionieren, spielbar sind, wie auch immer, wobei ich sie im Vorfeld schon spielbar fand. Und Updates wie das mit dem Crosshair und der Überarbeitung der Waffen finde ich jetzt auch nicht sonderlich tragisch. Ich kann mir aber dennoch denken, dass es jetzt natürlich eine gute Zeit ist, viele Updates zu bringen, da ja gerade so viel über CSGO gesprochen wird. Das Feuer brennt also schon und da hilft es natürlich noch ein paar Holzscheite mit reinzuschmeißen, damit man es am Brennen hält bzw. noch weiter entfachen kann. Als eine verzweifelte Handlung, wie es manch einer ansieht, sehe ich die ganze Sache aber nicht an. Ich denke, dass durch die Erscheinung von Valorant und diesen Hype darum andere Entwickler, wie zum Beispiel auch Valve, mehr gewillt sind, fokussierter sind und sich auch mehr umschauen. Was machen die anderen? Was können wir bei uns besser machen? Und wie schauen wir natürlich, dass wir unsere Leute so gut wie möglich bei Laune halten? Man weiß zwar ziemlich sicher, dass Counter-Strike-Spieler, also die Hardcore-Community, die eben schon seit Jahren am Start ist, dem ganzen Franchise nicht einfach den Rücken kehren wird. Aber man kann nicht einfach rumdümpeln bzw. in so einer Zeit des Umschwungs einfach nichts machen, sondern man muss sich auch ein bisschen reinhängen und dementsprechend dann auch gucken, dass man die Leute auch bei Laune hält. Also kurzum bzw. zusammengefasst, ich halte diese Updates nicht für ein letztes Aufbäumen von Counter-Strike, sondern für ganz normale Updates, die so oder so gekommen wären, aber halt vielleicht nicht in diesem Intervall. Denn wie gesagt, in 3 Wochen oder fast 4 Wochen 4 oder 5 Updates, das ist schon nicht schlecht für CSGO. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt ja gerade erst die letzte Operation abgelaufen ist. Also eigentlich könnte man ja von ihrem früheren Update-Verhalten meinen, sie hätten jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit, weil die Operation war ja erst. Ne? Ja, soweit so gut. Natürlich kommt auch noch ein Video zu dem Update selbst, wo ich die einzelnen Sachen erkläre, ähnlich wie beim letzten Video. Hier in diesem Video wollte ich aber viel mehr, wie ihr wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile eben gemerkt habt, über die Hintergründe der Updates sprechen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen, für die Likes und für die Kommentare. Macht's gut und bis morgen im nächsten Video. Ciao, ciao.